spannend nicht persönlich als Forscherin, die eben um Materialität und Herstellungsprozesse von so einem Buch interessiert. Das ist extrem interessant, darüber nachzudenken, durch welche Hände so ein Buch gegangen ist. Wie aus den Pergament entstanden, wie aus Tönt entstanden, mit dem das Buch geschrieben ging. Und das sind alle so kleine Teile, die uns eben ein bisschen eine Idee geben, wie das Leben noch im 11. Jahrhundert war, vor allem für so Menschen, die an einem Skriptorium geschafft haben. An den anderen Punkt, meine ich, den wirklich für die Innovativforschung auch ganz zentral ist, also, dass man aufhängt, so Manuskripte mit naturwissenschaftlichen Methoden zu behandeln. Also chemische Analyse gemacht, biologische Analyse gemacht, Bakterienbefunde zum Beispiel für so einem Manuskript auch geholt. Und dadurch kriegen wir so ein Profil von so einem Objekt, ein bisschen wie in der Archäologie auch, von den Ausgruft. Da geht ihnen etwas gewohnt über die Zeit, weil ihnen eben Material ganz genau analysieren und sowas eben noch heim bei so einem Manuskript. Wir können dann eben ganz viel so in die Zusammensetzung von einem Tönt, aber eben auch von Bakterienverfall an so einem, also einem Kloster. Am Endeffekt kann ich sagen, dass alle Manuskripte ganz wichtig Zeit seien. Von einer Zeit, also ganz besonders für einen Mittelalterforscher oder für eine Zeit für eine Buchkultur, weil du einfach ganz wenig überliefert hast. Du wenn sie eine Altforscherfrau, wenn nicht quasi an einer öffentlichen Institution ein Manuskript kennst.